Ach, wir haben eine Sekundärwaffe. Ach, ich bin auch schlau. So. Ah, okay. Die hätten wir also auch gehabt. Das sind bestimmt so Lenkraketen, ganz normale. Aber die sind, glaube ich, auch eher uninteressant, oder? Ach, wir können sie mal ausprobieren. Oh. Das Ding geht schneller. Also, es ist wesentlich unkomplizierter. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen mehr konzentrieren, wie man vielleicht merkt. Ah, sind die einfach stehen geblieben. So. Alter, das Boot da hinten ist aber auch sauschnell. Da kommen wir ja kaum hinterher. Wir tauchen immer wieder unter die Wellen, wie man sieht. So, bam. Haben wir noch eins erledigt. Oh, shit. Hängen die sich einfach mal neben uns? Die sind ja wohl verrückt. So, ich hoffe, wir haben sonst keine Boote hier. Ich sehe nur von da oben ständig irgendwelches Schieße. Ich weiß aber auch nicht genau, von wo es kommt. Ah, erstmal von nebenan. Bäm. Geil. Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Richtig, richtig Bock macht das. Auf jeden Fall. Ach komm, das dauert viel zu lange. Damit sind wir viel, viel schneller. Und es sind eindeutig Chinesen, wie wir sehen können. Der alte Chinesenstern ist, unabkennbar. Und ich versuche mal während des Schießens hier trotzdem ungefähr auf die Richtung zu achten. Und das Flugzeug würde ich gerne abschießen. Ob das möglich ist, ist die Frage. Dankeschön. So. Natürlich wollen sie das. Wo? Wo, wo, wo? Oh, 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 Alter, Hilfe. Ah. Stirb, Heli. So, sehr gut. Wir haben ihn erledigt. Und hier ist schon die Valkyrie. Das heißt... Was soll das heißen, das war nicht Garrison? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Verdammte Scheiße. Ich hoffe, wir haben nichts Gefährliches hier. Oh mein Gott. Alter, wir sind da ja richtig reingefahren wie die Bekloppten. Die Pisser haben das Tor geschlossen. Oh mein Gott, wir sind hier. So, aber ich glaube, dass uns hier diese wunderhübsche, ne, die bringt uns hier nicht viel. Deswegen wechsle ich mal hier auf USAS und hier mal auf die MX4. Einfach um auch die neuen Waffen mal zu benutzen. Oder M4. Nee, komm, wir bleiben erstmal bei der. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir eigentlich Sturmgewehrmäßig? Haben wir die QBZ neu? Ja, weiß ich nicht. Kann man machen, möchte ich aber nicht unbedingt gerade. Komm, wir bleiben echt mal hier bei der USAS und bei der MX4. Ich glaube, das ist für hier drin schon gute Wahl. So, los geht's. Ach, das sind schon Gegner. Yeah, die USAS geht mal wieder ab, wie immer. Alter, und wir laufen hier einfach in die Gegner. Alter, der lässt sich einfach nicht treffen da vorne. So, wir gehen heute mal ein bisschen weniger taktisch vor und mal ein bisschen mehr einfach reinsemmeln. Oh mein Gott. Wen meinst du? Das chinesische Paar. Das Schiff ist doch voll von Chinesen. Scheiße. Wir müssen zur Brücke. Sofort. Okay, ich hole nur kurz ein bisschen Munition, Jungs. So. Mal hier das Ding auswählen. Keine Ahnung, wer Freund und wer Feind ist. Aber wir werden das schon noch schaffen. So, hier mal eben schnell die Treppe hochgelaufen. Treppe, wobei, das ist fast ein Leiter. Schicker Helm übrigens. Laufen die mir jetzt... Alter, was seid ihr so penetrant? Mein Gott. Ein bisschen näher kannst du ruhig kommen, Schätzke. Ich drohe dir doch nix. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Er dreht um. Versuche ihn rauszuschießen.
Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Komm, wir müssen schnell weiter. Hier wieder auf die Usas. Oh. Moment mal. Wir nehmen mal das Ding, weil das irgendwie cooler aussieht. Alter, was ist das? Ein Confident Space Variante der M136, die auch in Innenräumen abgefeuert werden kann, ohne den Schützen zu verletzen. Eine wirkungsvolle, ungelenkte Panzerabwehr und Antipersonenwaffe. Geile Sache. Aber ich glaube, sollen wir einfach das Small oder RPG noch mit reintun? Ja, oder? Der Fahrzeug, Fliegen und im Vergleich zur RPG eine gerade Flugbahn besitzen, dafür aber geringeren Schaden verursachen. Ja, komm. Wir schaffen das schon mit dem Ziel. So, kein Problem. Den Heli können wir vielleicht von hier aus. Und tschüss. Oh, shit. Was zur Hölle war das? Alter. Ich treffe mich hier die ganze Zeit selbst. Warum? Egal, komm. Huch, Alter. Alter. So, da lang. Einmal hier wieder auf die Schrotflinte. Nee, ich wollte keine Stinger. Ich wollte über das Ding. Was ist das hier für ein Müll, ey? Das ist doch... Das gibt's doch überhaupt nicht. Nee, komm. Dann nehme ich mir lieber hier die Stinger. Also ich wollte eigentlich das Ding ausprobieren, aber irgendwie weiß nicht genau, was das ist. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei der Stinger. Da weiß ich wenigstens, wie sie funktioniert. Was? Da sehe ich schon überall Gegner. Okay. Und rein geht's ins Gemetzel. Türe auf und... Ach du Scheiße. Hier rechts sind überall Gegner. Ein bisschen rein, komm. Oh, 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 schnell wieder in Deckung. Alter. Kriegen wir hier ganz schön aufs Maul. Um ehrlich zu sein. So, da haben wir mal wieder einen. Da hinten auch, zack. Das geht hier jetzt Schlag auf Schlag. Jetzt mal wieder ein bisschen mit der Schrotflinte arbeiten. Nein! Alter. Alter. Da haben uns die fast erwischt. Was haben wir denn hier für ein Visier? Oh, geil. Ist ja ein cooles Visier auf jeden Fall. Alter. Was zur Hölle ist auf dieser Usas drauf? Das ist ja... Alter, vollkommen krank. So ein Aim habe ich noch nie erlebt. Ist bestimmt eine Slug-Muni drauf. Ja, da muss eine Slug-Munition drauf sein. Also anders kann ich mir das echt nicht erklären. Oh, da vorne haben wir noch einen. Na komm, zeig dich. Komm, dann machen wir es einfach so. Da ist nämlich hundertprozentig noch einer. Gewesen. So, was? Oh, hier können wir sogar... Ah, schade, ich dachte, hier könnten wir reinmarschieren, aber... Anscheinend können wir das wohl leider nicht. Yeah, einfach mal gleich was in die Luft jagen. Zur Ablenkung. Ah, stirb. Hilfe, ich will nicht mehr getroffen werden. Ich bin gerade völlig konzentriert, weil ich nicht sterben will. Oh shit, wenn wir nochmal nach oben kommen oder von irgendwas hier gehittet werden, sind wir erledigt. Alter. Renate! Aus dem Weg! Das ist, da ist die Renate explodiert. Hat sie einfach mal zu viel gekriegt. Die gute Renate. So, vielleicht wechseln wir mal... Oh doch, das war schon richtig. Mal auf die Waffe. Die MX4. Finde ich übrigens sehr geil. Was haben die für Waffen dabei? QBZ-95-1 haben wir schon. Glaube ich. Ja, hatten wir schon. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass wir hier uns eine Waffenfreischaltung entgehen lassen. Ja, ich bin ja schon dabei. Immer mit der Ruhe, Kollege. Müssen wir jetzt hier... Achso. Los geht das. Rein da. Scheiße, wir können nicht... Scheiß, Pack, mach du! Alter, was zur Hölle? Hannah geht ja hier richtig ab. Scheint so eine alte Spec-Ops-Frau zu sein. Hannah, mach uns doch die Tür auf. Oder so.